Hey Chris, wie kann ich eigentlich eine Zuschauerfrage bei dir einreichen? Und was ist, wenn ich in keinem Video auftauchen will und Privathilfe brauche? Darüber sprechen wir in diesem Video. Hey ihr Fresh and Boss Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Denn in diesem Video möchte ich euch nochmal erklären, wie ihr bei mir eine Zuschauerfrage einreichen könnt. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, aber das ist inzwischen total veraltet. Und es sind ja auch ein paar neue Fresh Boys und Girls mit dazugekommen. Deshalb hier nochmal ganz übersichtlich. Wie kannst du bei mir eine Zuschauerfrage einreichen, die ich dann in einem Video beantworte? Das erste, was du machen musst, ist, meinen Kanal zu abonnieren. Denn logischerweise mache ich das natürlich nur für Abonnenten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann klickst du einfach unter diesem Video auf das rote Abonnieren. Zweitens, du schaust vorher mal in meine alten Videos rein. Denn ich habe wirklich schon zu unzähligen Themen Videos gemacht. Und du sparst dir einfach unglaublich viel Zeit, wenn es zu deiner Frage schon ein Video gibt. Denn dann musst du ja gar nicht darauf warten, dass der Chris dazu ein Video macht. Das geht auch ganz schnell. Du gibst einfach in der YouTube-Suche ein Chris Kiss und dahinter dein Stichwort. Zum Beispiel ansprechen. Und dann siehst du schon ganz, ganz viele Videos genau zu dem Thema. Drittens, und das ist eigentlich einer der wichtigsten Schritte, du schreibst einen Kommentar unter eines meiner Videos mit Hashtag Hilf mir. Nur wenn dieser Hashtag mit dabei ist und auch wenn der Hashtag korrekt geschrieben ist, dann berücksichtige ich deine Frage. Also kein Hashtag Hilf mir und auch kein Hashtag Hilf mir, sondern Hashtag Hilf mir. Und es ist auch völlig egal, unter welchem Video von mir du das schreibst. Du kannst diesen Kommentar unter dieses Video schreiben, du kannst das aber auch unter jedes andere Video von mir schreiben. Aber es muss ein Kommentar unter eines meiner Videos sein. Nix bei Facebook, nix bei Instagram, nix bei Twitter und schlag mich tot. Nur als Kommentar bei YouTube mit Hashtag Hilf mir. Viertens, und das ist so eine bescheuerte datenschutzrechtliche Sache, wenn du einen Kommentar mit Hashtag Hilf mir schreibst, dann erklärst du dich damit einverstanden, dass ich diesen Kommentar in meinem Video verwenden darf. Dass ich den, genauso wie er da steht, auch in einem Video zeigen darf. Wenn du sagst, hey, das möchte ich aber nicht, denn ich möchte ja total anonym bleiben, dann schreib auch bitte keinen Kommentar mit Hashtag Hilf mir. Dann gibt's aber die Möglichkeit, dass du ganz privat und anonym von mir Hilfe bekommst. Wie, das erfährst du gleich. Und fünftens, und das ist auch der letzte Schritt, hab Geduld. Denn du bist nicht der Einzige, der eine Frage eingereicht hat. Und ich kann dir auch im Vorfeld nicht sagen, ob dazu ein Video kommt oder nicht. Ich beantworte grundsätzlich nur Fragen, die spannend sind, wo auch ein Problem erkennbar ist und wo es noch kein Video zu gab. Und der Fairness halber beantworte ich diese Zuschauerfragen chronologisch. Das heißt aber auch, zu deiner Frage wird nicht schon nächste Woche ein Video kommen. Das kann dauern. Denn nur so können wir das hier fair machen. Wenn du aber sagst, ich brauche ganz dringend Hilfe, auch dann gibt es die Möglichkeit, privat und anonym Hilfe zu bekommen. Erfährst du jetzt gleich, wie das geht. Also ihr Lieben, das sind die 5 Punkte, die ihr beachten müsst, wenn ihr bei mir eine Zuschauerfrage einreicht. Nur dann berücksichtige ich deine Frage und dann kommt es natürlich darauf an, ja, ist das auch spannend, gab es da noch kein Video zu und erst dann mache ich da ein Antwortvideo zu. Da gibt es auch keine Ausnahmen, denn wir müssen da ein bisschen System reinbringen, sonst artet das in einem totalen Chaos aus. Und dann hast du da letztendlich auch nichts von. Übrigens noch eine kleine Info. Ein nice to have wäre es, wenn deine Frage möglichst kurz und präzise formuliert ist. Weil je länger dein Problem ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich dazu ein Video mache. Weil ich möchte ja nicht erst eine halbe Stunde in dem Video eine Frage vorlesen. Und es ist wirklich so, dass man ganz, ganz viele Probleme aufs Wesentliche runterkürzen kann. Das aber nur als kleiner Tipp, um deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Gut, jetzt kann es aber sein, dass jemand sagt, aber ich möchte ja kein Video, ich möchte privat und anonym Hilfe. Und das ist möglich. Allerdings biete ich private Hilfe nur noch als Dankeschön über Tippi oder Patreon an. Beide Plattformen habe ich dir unten verlinkt. Dort hast du die Möglichkeit, mich zu unterstützen und als Dankeschön, das ist wirklich nur ein Dankeschön, beantworte ich zum Beispiel eine Frage von dir. Ganz anonym, das taucht in keinem Video auf, das bleibt komplett unter uns. Und du bekommst da auch sehr schnell Hilfe von mir. Außerdem gibt es bei Tippi zum Beispiel als Dankeschön auch Checklisten für WhatsApp zum Ansprechen für das erste Date oder einen exklusiven Discord-Channel, wo ihr als Community euch austauschen könnt. Tippi oder Patreon sind wirklich die einzige Möglichkeit, wie du von mir privat Hilfe bekommen kannst. Und jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, ja, aber Chris, warum kannst du mir da nicht ganz privat helfen, zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram? Leute, die Sache ist ganz einfach, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich bekomme dort unzählige Nachrichten von euch. Das ist nicht so, dass du die Ausnahme bist und der Einzige, der eine Frage hat und mir dann über Instagram schreibt, sondern da kommen jeden Tag zig Fragen rein. Und ich habe keine Lust, von morgens bis abends am Handy zu hängen
und jede Nachricht davon zu beantworten. Das ist etwas, was du einfach verstehen musst. Und außerdem bin ich YouTuber und kein Flirtcoach. Ich möchte Videos machen. Und mit Videos kann ich euch viel effektiver helfen, als wenn ich sagen würde, ich helfe jedem einzeln. Weil dann hat der Chris keine Zeit mehr dafür, Videos zu machen. Und das wäre dann auch etwas, was mir keinen Spaß mehr machen würde. Weil ich mache diese Videos ja gerne. Und ich helfe euch auch gerne in den Videos. Aber diese Videos sind dann halt eine Art Community-Projekt. Du reißt eine Frage ein, ich mache dazu ein Video. Wenn du sagst, yo, auf das Community-Projekt habe ich keinen Bock, weil ich möchte Privathilfe, dann ist da halt nur die Möglichkeit Tippi oder Patreon. Gut, ich hoffe, dass wir das jetzt ein für alle Mal klären konnten, denn ich lese private Fragen so häufig immer noch und ich habe da schon tausendmal in Videos drüber gesprochen. Deshalb habe ich dieses Video nochmal gemacht, um euch das einfach nochmal ganz klar zu erklären. Ich hoffe, das war verständlich und ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Fragen. Hashtag hilf mir Fragen zum Beispiel hier drunter. Und ihr wisst das, ja, wenn privat und anonym Hilfe, dann hier unten da einfach draufklicken und dran denken, wenn du es noch nicht gemacht hast, hier kannst du mal Kanal auch noch kostenlos abonnieren. Und auf der Seite, da geht es weiter. Checkt die anderen Videos aus. Ich danke euch. Wir sehen uns in der nächsten Zuschauerfrage. Leute, macht's gut. Bis dahin und ciao.